Wann wird es endlich Sommer und wann ist es vorbei mit dem kalten Wetter? Zu beiden Fragen gibt es jetzt sehr konkrete Antworten. Also, wie lange bleibt es kühl oder kalt bis zu den Eisheiligen? Das kann man jetzt schon sagen. Und wann geht es mit dem Sommer los? Da geht es schon dieses Wochenende los, denn die Atmosphäre geht in den Sommermodus über. So, was passiert? Wir haben einmal wöchentliche Prognosen vom EZMWF und da sehen wir, dass die ersten Maiwochen in Deutschland noch eher kühl sind. So, das geht ungefähr oder ziemlich genau sogar bis zu den Eisheiligen. Das heißt, bis dahin bleibt es kühl und wir müssen sogar mit Bodenfrost oder Nachtfrost rechnen. Also es wird nicht mehr ganz so kühl wie in den letzten Monaten, also Schnee wahrscheinlich nicht und so weiter, aber doch immer noch ein bisschen kühl. Und zum anderen ist es so, dass der Polarwirbel dieses Jahr 2 Wochen länger durchhält als normal. Und damit kommt sozusagen ein letzter Schwall Kaltluft, das ist auch normal, dass der kommt. Und der wird wahrscheinlich genau zu den Eisheiligen kommen. Das heißt, der Polarwirbel selber fällt jetzt am Wochenende, am 25. April zusammen. Dann ist die Atmosphäre komplett im Sommermodus, aber die Nachwirkungen dauern noch bis Mitte Mai. Und dann ist es aber vorbei mit dem Winter, vorbei mit dem Polarwirbel. Der kommt dann erst im August oder Ende August wieder und wir können uns auf den Sommer freuen. Die besten Vorhersagen für den Ort finden Sie auf weather.com.